Digga, wie sieht das aus? Das sieht aus wie das Spieleland von Ikea, was du da baust, Kevin. Es ist einfach wirklich eines der schönsten Häuser, das ich jemals gebaut habe. Mashallah, diese andere Palast. Falsch! Für alle Leute, die es gestern nicht gesehen haben. Oh, Baby, wir haben so crazy Fortschritt gemacht. Mo ist auch da. Hallo? Hallo, hallo Möritz, guten Morgen. Guten Morgen, mein Guter. Oh, Junge, geil. Was bauen die denn hier? What the fuck? Wer ist das denn hier? Was wird das, Leute? Okay, Water Bucket. Achtung. Oh ja, ich bin so cool. Ganz schwieriges Thema. Lulwe, hier ist ein Village einfach. Ich werde jetzt hier einen Store hinbauen, wo du dann immer Essen haben kannst, wenn du welches brauchst. Ich brauche keinen Store in meinem Haus, danke. Nee, nicht in deinem Store. Den baue ich bei mir. Okay. Das ist jetzt ein ernst gemeintes, nettes Angebot. What the fuck, Alter, what the fuck, wie gruselig ist das denn? Geh mal weg. Nee, das ist sowas, finde ich eklig. Andere Liga gruselig, Digga. Phasmophobie ist ein Witz gegen Minecraft. Mir ist gerade eine Spinne durchs Fenster gekrochen, als ich geschlafen habe in Minecraft. Das war Grusel. Jetzt hängen wir hier seit anderthalb Stunden und versuchen, das hier richtig zu richten, Alter. Und ich komme nicht voran. Es ist einfach zu schwer. Dieses Haus zu bauen ist einfach zu schwer. Ich muss es mir eingestehen. Es ist einfach zu schwer, Leute. Das ist nicht asymmetrisch. Da, Felix, halt deine Fresse. Vor allem, er sagt, dass es asymmetrisch ist, Digga. Das ist doch einfach nur der Stil. Also, es ist ja einfach nur der Stil. Es ist nicht asymmetrisch. Der checkt es nicht, dass das so gehört. Der ist so dumm. Wegen den doppelten Wänden ist das so, du Kelp. Komm doch Discord und erklär mir, was du ändern würdest. Ich weiß nicht. Was willst du von mir? Jetzt mal for real, Digga. Bro, checkst du nicht, dass das mit doppelten Wänden in der Ecke nicht anders geht, du Kelp? Warte, das triggert mich aber wirklich, Alter. Ja, Bro, es geht aber nicht anders, Mann. Nicht mit Revi diskutieren, macht keinen Sinn, hab ich gestern auch versucht. Ja, du wolltest mir auch erzählen, dass Sport ungesund ist, Kevin. Scheiße. Mann, das Fenster muss einfach links. Oh, dort! Kaste der aus, Alter. Ja, der ist sportsüchtig, deswegen. Boah, Kevin, hör doch mal auf jetzt, Mann. Felix, helf mir mal kurz, komm. Ich fühl, was du meinst. Mm. Schieb mal den nach. Guck mal, der hier muss eins nach hier. Der muss eins nach hier. Verstehst du? Nö. Was muss? Das Fenster hier, ne? Ja. Das muss nach hier. Oh, Alter. Das ist der Floss. Alter, was? Oh, was? Bro, ja. Weißt du, was für Kopf doppelte Wände sind, Digga? Ja, voll. Doppelte Wände mit zwei verschiedenen Designs. Digga, dein Kopf ist. Aber warte mal, die ganze Wand muss eigentlich einen tiefer dann. Ein tiefer? Die muss quasi hier hin, wo die Fackeln sind. Nein. Doch. Guck mal. Hier, dieser Pfeiler hier, das ist das, was die Fenster abtrennt. Ich weiß, aber das kann ich nicht machen, weil dann bin ich hier mit der Symmetrie nicht mehr richtig. Hä, nee, dann kommst du doch hier wieder raus. Dann hast du nämlich genau dieselbe Ecke wie hier. Boah, Kopf. Verstehst du? Ja, ich check schon. Das heißt, die Wand hier muss weg. Die komplette Wand. Ja, das hier muss weg und eins nach innen. Wallahi, ich bring mich um, Alter. Alter. Lässt du dir von Rotblitz dein Haus bauen? Mann, G-Time, halt den Mund, Alter. Digga, dein Haus sieht wirklich aus wie so eine BDSM-Ankammer aus dem Bergheim. Red mal nicht von mir. Mein Haus, das geilste überhaupt. Was willst du eigentlich? Alter, stimmt nicht. Mein Videotitel war heute, ich baue das beste Haus in Minecraft. Ja, und ist schon wieder Clickbait und gelogen. Nein, mein Haus wird besser aussehen als deins. Rotblitz ist geisteskrank, was ich hier baue, oder? Sieht schon fett aus. Sieht schon nice aus. Mein Haus ist viel heftiger. Digga, wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie das Spieleland von Ikea, was du da baust, Kevin. Nein, das ist übertrieben nice. Das ist das Haus der Höllen und Seelen. Junge, ich werde dich umbringen. Ich werde deine Seele fangen. Ich habe dann überlegt, hier noch einfach rauszugehen, weißt du? Nochmal hier so. Dann muss ich halt hier den Berg nochmal. Ne? Was? Willst du einfach ein bisschen Baucheaten oder was? Hä, warum Baucheaten, Bro? Ich mach's Zuschauer, größer. Dass ich das heftigste Haus. Was? Sagt der Baucheaten, ich baue das Haus größer. Sagt der Baucheaten. Bro, ich baue hier so, wenn ich fertig bin, ich baue ein Fantasy-Haus und oben drauf steht eine viktorianische Villa. Und du baust das Haus der 1000 Kinderstände. Ja, ich glaube wieder mit einem viktorianischen Stil. Das ist immer deine Leier, Revi. Du redest immer mit Fachbegriffen, die du selber nicht kennst, damit die Zuschauer denken, oh, der kann ja Fachbegriffe. Ich habe studiert. Der muss Ahnung haben. Hallo. Sieht mir irgendwie nicht viktorianisch aus, also. Bro, es ist ja auch noch nicht fertig. Mit dem Dach kommt es doch. Das ist der Innenraum, Alter. Falsch. Hä, was? Falsch. War falsch. Real jetzt? Ja, war falsch. Ja, was redest du? Falsch. Eins, zwei, falsch. Ey, Rotpilz, willst du mir richtig helfen? Wobei. Hast du Zeit und Lust? Was? Boah, Digga, geil. Du bist so ein bisschen dritte. Jetzt habe ich eine Kopfaufgabe. Mal schauen, ob die löst. Guck mal hier. Das hier, ja. Dieses Dach. Diesen asymmetrischen Haufen. Alter, was ist das denn? Symmetrisch anpassen auf das hier. Dass wir quasi hier und hier gleich rauskommen. Verstehst du? Mit dem ganzen Haus da drunter. Unmöglich. Also du meinst, dass quasi die beiden Seiten vom Dach aber gleich aussehen? Ja, und du musst das komplette Haus da drunter halt abreißen und neu bauen, ne? Es ist glaube ich, nicht möglich, das symmetrisch hinzubekommen. Sag mal, du nimmst diese Aufgabe jetzt an, oder? Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil dann müsste ich deine Trauerweide abreißen. What? Mann, nein! Oh Mann, Digga, ich werde es niemals schaffen, ein symmetrisches Haus zu bauen. Das ist bei mir der Vorteil. Mein Haus ist ganz symmetrisch. Dein Haus sieht aus wie ein Lego-Haus. Mein Haus ist symmetrisch, das hat einen cleanen Stil und ist modern. Kevin, also ich weiß nicht. Also ich finde dein Haus wirklich nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Das ist das Haus eines modernen Mannes. Och nein, Digga, jetzt wird's noch schlimmer hier, Bro. Was? Felix. Ja? Geht's?
So ein dreckiger Hund. Ja, ich schlaf sogar im Livestream mittlerweile. Yo. Moin. Yo. Yo. Yo, reden wir wieder. Was ist das gedacht, Karl? Guck mal, Felix, das Haus sieht doch von hier aus so crazy gut aus, oder? Eigentlich schon sogar. Ich finde das Dach auch mega nice. Hast du schon mal jemals so viel Netherquarz gesehen, Patrick? Meint ihr, wir gehen da mit Level 40? Könnte schon sein, oder? Oh, Digga, das ist viel, Alter. Holy shit. Warum schreiben alle in deinen Chat Zahlen? Weil wir gerade raten, wie viele Level das hier gibt, wenn wir das abgefarmt haben. Was schätzt du? Guck mal, ich bin gerade 34. Wie viel ist das denn? Wie viele Stacks? Digga, 10. Boah, schwer, Digga. 42 Level. Also, du hast dann 42 Level. Ich calle auch sowas um den Dreh. Ich würde sagen 44 vielleicht. 10 Level können. Ja, ja, aber wir sind High Level. Ich sag mal, nee, dann sag ich 43, komm. Okay, Leute, let's go. Ich glaube, wir haben alle untertrieben. Ich glaube, es wird viel, viel mehr, als man denkt. Aber man darf nicht vergessen, meine Pickaxe wird gerade noch gehealt, ne? Ja, das ist nicht kacke. Holy Level 35. Kevin, guck mal bitte im Ganzen in meinen Stream. Du wirst so stolz auf mich sein. Ich habe gerade 10 Stacks Quarz, farm ich gerade ab in meinem Haus. Alter, ist das befriedigend, Junge. Ist das geil. Warte mal, ich kann sein, dass wir eigentlich hätten wir bestimmt 42 gemacht oder sowas. Aber, to be honest, müssen wir natürlich hier noch den Dings durchgrinden. Die Axt. Ja, 40. Ich glaube sogar 41 sind safe. Maybe schaffen wir sogar noch die 42. Denk mal, ganz 43 werden es nicht werden, aber trotzdem, Leute. Also, die 40 sind auf jeden Fall drin. Ich glaube, wenn wir so durchgefarmt hätten auf alles, Leute, wir hätten bestimmt, keine Ahnung, Level 46 oder sowas erreicht. Mindestens. So geil, wenn alle Items mal komplett durchgefarmt sind, Alter. So geil. Okay, Chat, das sind... Wie viel Stacks Quarz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Circa 6 Stacks Quarz. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal richtig dicke Ruhe. Nice, Mann. Let's go. Hey, man kann das sagen, was man will, meine Freunde. Aber ganz ehrlich, Mann, dieses Haus, es ist wirklich einfach, also, es ist einfach wirklich eines der schönsten Häuser, das ich jemals gebaut habe. Es hat so hohe Fenster und sowas, Alter. Das wird so wild aussehen, wenn das hier alles komplett fertig ist, dieser Berg. Boah, Digga, da freue ich mich so drauf. Da ist die Pocky Wave. Sehr, sehr geil. Ja, meine Base auch sehr, sehr wild. Ja, ich hab gesehen, das wird so ein NASA-Ding irgendwas, ne? Ey, wo hast du's gesehen, Alter? Ich bin da vorbeigelaufen dran. Ah, ich dachte schon, du hättest irgendwie mal meinen Stream abgecheckt oder so, wo ich das gezeigt hab. Nein, what the fuck? Wer bin ich denn? So, Chat, wir gehen jetzt hier eine volle Tryhard Wave. Ja, ich mach jetzt hier noch eine zweite Etage drauf auf das Haus. Komm. Wachs. Oh, Baby, eins in die Alke. Ja! Let's go, Alter. Rotpilz? Yes. Hast du jetzt noch Clay, also Bricks? Nee, ich glaube, das waren alle tatsächlich. Ah, du hast mir die schon in die Kiste getan, ne? Ich hab die ins Inventar geworfen sogar. Ach, lol, lost. Okay. Never mind. Checkt euch diese Villa da oben, Leute. Mashallah, dieser andere Palast. Ah! Boah, Romatra, Alter, du musst hier dringend was dran ändern. Das geht so nicht. Das ist zu gefährlich, Romatra. Alter, der hat hier den gefährlichsten Weg der Welt gebaut. Aber Chat, guck mal, ganz ehrlich, sieht das nicht nice aus, das Haus? Also, ist es nicht geil? Ist es nicht eine geile Olga, Mann? Ist es einfach nicht geil? Es ist so nice, oder? Ich bin so zufrieden damit. Ah, Digga, es ist eine geile Olga. Es ist einfach eine geile Olga. Es ist eine geile Uschi. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, ich glaube, morgen dann nochmal eine Etage draufzimmern. Wir haben ja eigentlich alles so gut wie da an Materialien. Noch nicht alles, aber schon einiges. Rotpilz wird mir ja noch ein bisschen helfen, hat er gesagt. Quarz wollte er ja noch ranbringen und Algenblöcke. Was? Hä? Was? Ne? Hat er ja gesagt, Leute. Genau. Hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie ich an Algenblöcke rankomme, aber genau. Alge einfach abbauen und brennen. Es wird so krank, Leute. Es wird auch so geil, wenn dieses Haus fertig ist. Alter, wenn das hier oben eingerichtet ist. Von innen ist es auch so geil schon, Leute. Bin richtig zufrieden. Von hier hinten wird es auch richtig geil mit der Terrasse hier. Der Berg wird nochmal richtig schön mit kleinen Gärten und sowas. Hier kleiner Pool mal wieder hin. Pool, wisst ihr, habe ich jedes Crafting gesagt. Muss sein, Leute. Einfach nur geil. So ein geiles Haus.